Hallo, da bin ich wieder, eure Monika Kahl. Und heute habe ich euch mal etwas mitgebracht, weil ich hatte so viele Anfragen von jungen Damen, die also nach dem Ausreinigen und auch über längere Zeit Probleme mit Unreinheiten hatten, die immer noch ihre roten Pickelmale haben, die sagen, was soll ich da drauf tun? Soll ich einen Concealer drunter tun? Aber so auf solche großen Stellen und was auch immer. Und ich habe mir überlegt, was wir hier machen, das ist ja was ganz anderes. Wir nehmen ja kein Make-up, weil ich sage, also gerade nach einer Ausreinigung ist die Haut offen, kommt nicht so gut, wenn man Make-up drauf tut, der Dreck kommt rein, es gibt Entzündungen. Und da gibt es etwas für meine Begriffe ganz Tolles. Wir arbeiten da jetzt seit 2 Jahren mit und haben super gute Erfahrungen damit gemacht. Und zwar ist das ein Mineralpuder. Da gibt es mittlerweile schon 20 verschiedene. Ich arbeite nur mit diesem einen, weil der 100% naturrein ist. Da ist nichts anderes drin. Und wir haben überhaupt keine Probleme damit. Da gibt es bei dem Puder auch keine Nummern 1 bis 7 oder so, sondern es geht reinweg auf die Haut. Wer rote Pickelmale hat, bekommt und helle Haut hat, bekommt dann ein Mineralpuder für rötliche Haut hell oder wer gebräunt ist, rötliche Haut gebräunt. Es passt sich immer dem Naturton der Haut an, das ist das Tolle bei diesem Puder. Und er wird nie richtig dunkelbraun, da müsste man schon 5 Schichten drauf tun, sondern immer, wenn man es locker macht, ist es überhaupt kein Problem. Die Rötungen verschwinden, man braucht nichts drunter tun, außer der normalen Creme natürlich. Dann 10 Minuten, Viertelstunde warten, dass die richtig gut eingezogen ist und dann kann man das machen. Es gehört allerdings auch ein spezieller Pinsel dazu. Und dieser Pinsel ist schon etwas Besonderes. Das ist nicht nur ein besonderes Haar, sondern der hat auch eine ganz besondere Beschaffenheit. Das sieht man hier vom Schnitt her. Der hat eine bestimmte Wölbung. Und ich habe schon andere ausprobiert. Niemand ist so gut wie dieser Pinsel. Und ich zeige euch jetzt mal an meiner Hand, was da oder wie es praktisch gemacht wird, damit ihr das überhaupt mal feststellt. Also wenn ich das jetzt aufschraube, dann ist natürlich hier, da sind Löcher drin und ein bisschen Puder. Und ich gehe mit dem Pinsel mal so da rein und dann liegt der Puder so drauf. Damit kann man natürlich nicht arbeiten. So, dann nehme ich diesen Pinsel. Ich mache es mal hier an der Seite, damit ihr, oder hier, damit ihr es seht. Ich schlage praktisch den Puder ein. Richtig kräftig, dass der drin ist. So, wenn der drin ist, dann geht auch gar nichts, es fällt kein Puder raus. Ihr könnt also machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr jetzt über die Hand geht, seht ihr, da kommt nicht zu viel, da kommt nicht zu wenig, es wird nicht dunkelbraun. Und wenn ich die so daneben halte, seht ihr schon den Unterschied, leicht, natürlich, wie die natürliche Haut einen halben Ton dunkler, aber er deckt Rötungen perfekt ab. Und das ist eigentlich doch unser Ziel. Ein so ein Döschen reicht für ein Jahr. Knapp ein Jahr kommt man damit hin, weil man sehr, sehr wenig braucht. Und wenn ich sowas mache, dann brauche ich natürlich auch gutes Handwerkszeug. Ich will keine Entzündungen haben. Gerade wenn die Haut unrein ist. Ich will nicht, wenn ich rausgehe, muss das nicht jeder sehen. Aber ich will auch nicht, dass, wenn ich mich abends abreinige, meine Unreinheiten, die vorher noch normal aussahen, dass die anschließend dann voll entzündet sind oder vereitert sind. Ich meine, das kann es nicht sein. Und aus diesem Grunde rate ich zu so einem Mineralpuder, der
wunderbar abdeckt, völlig natürlich, die Haut sieht völlig natürlich aus, ohne geschminkt auszusehen und trotzdem völlig gleichmäßig der Teint. Und darum geht es. Ja, und nun hoffe ich, dass ich euch ein bisschen geholfen habe damit, gerade die, die Unreinheiten haben. Und wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, eure Monika Kahl.